Jo, Leute, herzlich willkommen zurück zum Part 5, glaube ich. Keine Ahnung, den oder 6, keine Ahnung, irgendwie sowas. Part 5 oder 6. Und ja, ne, würde ich mal sagen, dass wir das so gut wie gewonnen haben. Nein, natürlich unterschätze ich meinen Gegner nicht, dass der letzte Fight war gar nicht mal so, ich sag mal, unknapp. Der hat mich doch dann eigentlich ganz gut, ja, gefistet, sage ich mal. Eigentlich schon. Jetzt warte ich einfach nur, bis er kommt, damit ich ihn nochmal fisten kann und das Spiel gewinnen kann. Yay. Yeah. Eigentlich bin ich als Außenseiter in die Runde gegangen. Marco als erster draußen, der PvP-Spezialist eigentlich. Und, ja, dann noch Yoshi. Der ist zwar nicht so gut im PvP, hat aber eigentlich gute Ausrüstung gehabt. Auch den haben wir zweimal besiegt. Ich bin mit einem Leben an die Sache rangegangen und habe jetzt zwei Fights von den drei gewonnen. Hoffentlich gewinnt er auch noch den dritten, wäre ziemlich geil. Und die Taktik in der Höhle mit dem Bogen, das war auch richtig gut eigentlich. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz gut. Lol. Alter, erschreckt mich nicht so. Du Hurenbock! Ach so. Oh, weißt du, was ich jetzt mache? Muhaha! Er hat ein Ei abbekommen. Boah, das mache ich jetzt wirklich, ne? Ich habe das drauf. Ich dachte schon, das wäre jetzt Yoshi gewesen, Alter. Da wäre ich ausgerastet. Hallo, Conny. Hallo. Ich wollte dir mal sagen, du darfst am Spawn Beute baust, darfst du auch schießen, weil ja keine Spawn Protection mehr ist, ne? Schon klar. Weiß ich. Absolut. Gut, da bin ich wieder weg. Nein! Schnarsch. Okay. Ja, ich warte jetzt einfach. Würde ich mal sagen, ich meine, den jetzt zu suchen hat eigentlich überhaupt keinen Sinn. Oh, das sieht schon fast geil aus, oder? Finde ich. Also ich finde, das sieht schon fast geil aus. Gut, kurz bisschen strecken und dehnen. Und wo ist er denn? Ja, ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier runterjumpen soll und mir noch ein paar Blöcke holen soll. Ich würde es ja theoretisch gerne machen. Aber ich weiß halt dann nicht, je nachdem wie viel Schaden ich verliere, ob er mich dann killen kann. Das wäre nämlich nicht so praktisch. Sowas ist gewagt. Ist gewagt. Sagen wir es mal so. Es ist gewagt. In meiner Aufnahme geht es ja richtig ab, wie man merkt. Da drüben fliegt Julian rum. Also die sehen auch nicht, also... Schieß doch. Hä, ach, da hinten ist er. Okay. Skillshot. Oh Gott, das war schlecht. Oh.
Okay. Da müssen wir kurz Pause machen. Da mache ich natürlich gerne mit. So. Gut, dann das. So. Ach komm, ich lass ihn mal. Wo ist er jetzt schon wieder? Hä? Alter, der haut jetzt nicht ernsthaft ab, oder? Oh Mann, lol. Das war hart. Skillshot. Der war richtig geil. Nice. GG, würde ich sagen. Wie krank der letzte Schuss einfach war. Yay, ich habe gewonnen. Okay. Geil. Finde ich gut. Alle CS. Hallo, Conny. Geh mal in die Lobby. Hallo. Ja, Conny. Oh Gott, der Typ ist so bitter. Der kann nicht verlieren. Glaube ich. Conny, bitte. Geh mal zum Spawn. Warte. Nimmst du noch auf, ja, ne? Ja, ich nehme noch auf. Das auch noch. Die Siegerehrung folgt ja auch noch. Hat der hier geleftet? Nee, hier ist er noch drauf. Juhu, ich bin Erster geworden. Yay! Juhu. Ich bin als Erster. Oh Gott. Stopp. Und, oh Mann. Ey, das hat einen Bogen gedroppt. Meins. Alter, der ist fast voll. Ja komm, jetzt fick dich. Hör auf, Mann, das ist unfair. Alter. Komm runter. Sag dir mal, dass er auch runterkommen soll. Ich kick gleich. Okay, er hat aufgehört. Das ist meiner. Okay, geil auf jeden Fall. Ich hab gewonnen. Oh, Gold. Ehre. Silber. Oh. Gerge. Ach egal. Lohn. Ah. Konradsberg. Punkt. Gold. Wirbel. Okay, gut, es reicht. Wie solche Behinderten. Das war jetzt das Battle. Ich hoffe, es hat euch gefallen, natürlich. Vor allem hast du nicht... Der Kat hat hier die große Ehre gehabt, zu gewinnen. Und natürlich auch aufzunehmen. Ja. Fick dich. Alter, hör auf! Das ist deine Siegerehrung. Arschloch. Okay, Leute, dann werde ich mal sagen, würde mich eine Bewertung sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann! Natürlich sind alle Leute unten verlinkt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.